Habt ihr euch schon mal vorgestellt, eure Steam-Games auf einer riesigen Leinwand zu zocken und das direkt bei euch zu Hause? Oder eure Virtual Reality Games auf Steam Wireless auf einer Virtual Reality Brille zu zocken? Das und viel mehr ist mit der Steam Link App möglich, die jetzt auch für die Virtual Reality veröffentlicht wurde. Wie das funktioniert und was ihr alles noch damit machen könnt, zeige ich euch in diesem Video. Steam Link ist eine App, die von Valve entwickelt wurde. Der Hauptzweck dieser App ist es, das Streamen von Games von einem PC, auf dem Steam läuft, auf andere Geräte zu ermöglichen. Bisher konntet ihr mit der App bereits eure Steam Games mit der entsprechenden iOS oder Android App wireless auf eurem Handy oder eurem Tablet streamen und dort auch zocken. Jetzt geht Valve aber einen Schritt weiter und bietet seine Steam Link App auch für Virtual Reality Headsets, wie beispielsweise der Meta Quest 3 an. Die Meta Quest 3 ist ein Standalone Headset, für das ihr zusätzlich keinen teuren PC braucht. Es gibt für die Meta Quest 3 etliche Games, Produktivitäts- und Fitness-Apps, aber auch Apps für den Medienkonsum, die ohne einen PC funktionieren und die ihr über den Meta Quest Store herunterladen könnt auf eine interne Festplatte. Und genau so eine App, die ihr auf die Meta Quest 3 laden könnt, ist Steam Link. Aber was könnt ihr denn jetzt alles mit Steam Link und einem Virtual Reality Headset machen? Ich habe euch hier mal drei Beispiele rausgesucht. Spielen von Steam Games auf einer riesigen Leinwand. Steam Link ist ideal für Gamer, die ihre Lieblingsspiele noch immersiver zocken wollen. Mit der Meta Quest 3 in Kombination mit Steam Link könnt ihr euch in eine virtuelle Umgebung begeben, in der eure Spiele auf einer riesigen virtuellen Leinwand dargestellt werden. Das schafft ein kinoähnliches Erlebnis, das besonders bei grafisch beeindruckenden Spielen und bei Games mit immersiver Atmosphäre beeindruckend ist. Das Zocken funktioniert dann trotzdem mit eurer Maus und Tastatur oder mit dem verbundenen Gamepad auf eurem PC. Steam Link ist aber auch super geeignet für Film- oder Serienfans. Ihr könnt in einer virtuellen Kinoumgebung Filme schauen und das sogar mit euren Freunden über eine App wie zum Beispiel Big Screen, die kostenlos auf Steam verfügbar ist. Das gibt euch das Gefühl, mit euren Freunden in einem realen Kino zu sitzen und sich mit ihnen unterhalten zu können, ohne Ablenkung von außen und zudem noch völlig unabhängig davon, wo sich eure Freunde tatsächlich auf der Welt befinden. Wireless Spielen von VR Games auf der Meta Quest 3. Das kabellose Spielen von VR-Apps auf der Meta Quest 3 ist vielleicht das beeindruckendste Merkmal von Steam Link. Ihr könnt eure gesamte Steam VR-Bibliothek ohne die Einschränkung von Kabeln oder die Notwendigkeit einer direkten PC-Verbindung nutzen. Das erhöht die Bewegungsfreiheit und Immersion erheblich und ermöglicht es euch, VR-Spiele und Anwendungen im vollen Umfang zu genießen, ohne euch um Verkabelung oder Platzbeschränkung kümmern zu müssen. Die Installation. Um diese ganzen Vorteile nutzen zu können, ladet ihr einfach die kostenlose Steam-App aus dem Meta Quest Store herunter und startet sie anschließend. Dann sucht Steam Link auf eurer Quest automatisch nach Steam Clients im selben Netzwerk. Hier sollte nach kurzem Suchen euer PC angezeigt werden, der natürlich angeschaltet sein muss. Diesen wählt ihr aus und klickt dann auf Verbinden. Schon seid ihr verbunden und werdet in eure Steam-Home-Umgebung gebracht. Diesen Aufwand müsst ihr aber nur beim ersten Mal betreiben. Beim nächsten Starten der Steam Link App wird die Verbindung direkt hergestellt. Deutlicher Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Ihr braucht bis auf Steam keine zusätzliche Software auf dem PC zu installieren und es ist zudem noch vollkommen kostenlos. In meinen Tests hat Steam Link wirklich gut performt, eine Latenz war nicht wirklich spürbar. Damit es aber auch genauso gut bei euch läuft, müsst ihr ein paar Dinge beachten. Euer PC sollte mit einem Ethernet-Kabel mit eurem Router verbunden sein. Um auch auf der Seite des Headsets eine gute Verbindung zu bekommen, solltet ihr dieses mit demselben Router über ein 5 bzw. sogar 6 GHz Netzwerk verbinden und ihr solltet euch im selben Raum befinden wie der Router. Wenn ihr das beachtet, sehen eure Steam Games auch wireless ohne komplizierte Einstellungen wirklich gut aus, sowohl auf der Leinwand als auch in der Virtual Reality. Natürlich könnt ihr hier auch Einstellungen individuell hochschrauben an eurem PC, je nachdem, was für ein System ihr zur Verfügung habt. Viele von euch werden sich aber fragen, warum sollte man denn jetzt genau Steam Link nutzen?
Die wahre Stärke spielt Steam Link in den Kategorien der Einfachheit, des Komforts, der Anpassungsmöglichkeiten in Kombination damit aus, dass es kostenlos ist. Dabei möchte ich die Leistung in den letzten 2% der Leistungsspitze gar nicht überbewerten oder euch mit technischen Details langweilen. Im Vergleich zu Quest Link bzw. Air Link hat Steam Link den Vorteil, dass es mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt. Klar, ihr könnt über das Oculus Debug Tool und das Developer Hub noch eine Menge bei Quest Link herausholen, aber das ist dann wirklich schon auf Abwägen und nicht mehr wirklich nutzerfreundlich. Im Vergleich zu Virtual Desktop, das 20 Euro kostet, ist Steam Link kostenlos. In Virtual Desktop habt ihr super viele Möglichkeiten, die Leistung an euer System anzupassen und das auch noch auf einem super nutzerfreundlichen Weg. Das Tool ist absolut klasse und ich habe euch hier in der Zockstube bereits detailliert erklärt, wie ihr es perfekt einrichtet. Aber es kostet eben 20 Euro. Ob es sich jetzt noch lohnt, diese 20 Euro zu investieren? Was denkt ihr? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Aus meiner Sicht ist Steam Link aktuell die einfachste und beste Variante, mit der MetaQuest auf eurem PC zuzugreifen und eure Steam-Bibliothek zu nutzen. Und das Ganze ist auch noch völlig kostenlos. Ich denke, damit wird sich Steam Link seinen Platz sichern zwischen den beiden Platzhirschen Quest Link und Virtual Desktop, und ich bin gespannt, wie Valve diese App in Zukunft weiterentwickeln wird. Vielen Dank für eure Kommentare, eure Däumchen und vielen Dank an meine Patreons für ihre finanzielle Unterstützung.